Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute mal cooles, und zwar machen wir heute Schichtfleisch Mexiko. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ich rede jetzt über Mexiko, ohne irgendwelche dummen Sprüche zu machen. Wir machen es einfach. Und zwar habe ich dazu Tex-Mex, mein Mexiko-Gewürz, also für Tex-Mex-Art einfach so ein bisschen so. Man sagt immer Mexiko, aber eigentlich ist es so südkalifornisch, mexikanisch, so Chili con Carne, so ein bisschen, aber halb europäisch, also für unseren Gaumen geeignet. Davon brauchen wir so ungefähr 100 Gramm. Dann habe ich hier nochmal 150 Gramm Bacon, 6 Gemüsezwiebeln in so handliche Scheiben geschnitten. Hier vorne sind 5 Spitzpaprikas, die habe ich durch die Küchenmaschine einfach mal durchgehäckselt. Zu so einem Paprikamus. Habe hier vorne 400 Gramm Mais und 400 Gramm so eine roten Bohnen, die hier, den Schnopsis. Kidneybohnen, genau, Nierenbohnen. Und hier drüben sehen wir 5 Kilo Schweinenacken. Und weil es sich um Schichtfleisch handelt, brauchen wir auch einen Dutch-Ofen. Und wie immer, wenn wir Dutch-Ofen, Grill machen, scharfes Messer und ein Brett. Die Grundvoraussetzung für ein schönes Schichtfleisch ist ein schöner Schweinenacken. Und da siehst du, wenn der so eine Marmorierung hat wie der hier, dann ist der perfekt. Und den nimmt man sich und schneidet den völlig herzlos in so ein paar schöne Steakstücken runter. Also ein bisschen dicker als ein Zentimeter. Und die beiden Schweinenacken, die ich jetzt habe, die 5 Kilo haben zusammen, die werden praktisch in gleich dicke Scheiben komplett aufgeschnitten. Dann vermischen wir unser Tex-Mex-Gewürz mit den Paprikas. Da siehst du, das wird heute ein bisschen anders, das Schichtfleisch, als man das sonst so kennt. Wir machen uns damit schon mal so eine kleine Gewürzpaste praktisch. Wie viel Tex-Mex-Gewürz war das jetzt? Das ist ungefähr 100 Milligramm. Gramm, meinst du, oder? Gramm, ja. Habe ich gesagt, Milligramm. Mal herrlich, was das für eine schöne Würzmarinade geworden ist, oder? Die Farben und die Kräuter da drin, genauso muss das aussehen. Und die gehen wir jetzt praktisch hier erstmal über unser Fleisch drüber. Und kneten jetzt unser Fleisch mit der Marinade. So 4-5 Minuten durch, bis Marinade und Fleisch eins geworden sind. Das sieht jetzt sehr gut aus, und dann bereiten wir den Dutch-Ofen vor, indem wir den hier unten einfach mal ganz wild mit Bacon auslegen. Hat das einen Grund, dass du den mit Bacon auslegst? Ja, weil das ein bisschen so wie Backpapier ist. Also das sorgt dafür, dass unser Fleisch da unten, die Zwiebel, dass das nicht alles festbrennt. Und wir haben jetzt gerade diese pürierte Paprika da dran. Und die wird natürlich sehr schnell schwarz und bricht gerne irgendwo fest. Wenn wir das jetzt unten dran haben, dann sorgt es dafür, dass es passt. Wie zu manchen Rezepten, da werden Paprikascheiben oder so dazwischen gelegt, aber ich finde, da hat man immer das Problem mit dieser Paprika-Haut, ne, die dann immer irgendwie da drin mit rumschwimmt. Und wenn man sie vorher püriert, hat man das gleich alles weg und ist dann viel mund- und magenfreundlicher. Welche Größe hat der Dutch-Ofen jetzt? Das ist ein 6er, würde ich sagen. Ich weiß das immer nicht so genau. Ich war gerade im Bacon gegessen. Hoppala. Und dass ich die Dutch-Ofen-Größe nicht so genau weiß, ist auch kein Wunder. Weil, ich zeige euch gleich, wie ich das mache mit Kohlengrille. Da muss man nämlich die Größe nicht mehr kennen, das macht man dann ein Augenmerk. Bevor wir dabei sind, befüllen wir jetzt aber mal unseren Dutch-Ofen. Und zwar nehme ich als allererstes Fleisch. Setze dann ein bisschen Zwiebel ran, so hier. Nehme als nächstes, ganz wichtig, Fleisch. Man kann die hochkant stellen, muss man nicht, aber kann man ein bisschen drücken. Dazu ein bisschen von den Kidneybohnen, eine Handvoll Mais. Randrücken. Und jetzt kommt was, womit keiner rechnet. Zwiebeln. Verrückt. Verrückt, oder? Dann setzen wir wieder ein bisschen Fleisch davor. So hier. Lass mal noch ein bisschen umliegen. Kommen ein paar Kidneybohnen dazu. Ein bisschen Mais. Und immer so weiter schichten wir den voll. Wenn er uns, das wird natürlich nicht ganz reichen, dann müssen wir hier so ein bisschen drücken, dass er höher kommt. Und dann wird der schön richtig voll werden. Und warum machst du das jetzt so parallel, so hochkantet Fleisch und nicht einfach so rinschmeißt? Ja, dass die Hitze gleichmäßig ja durchzieht. So blubbert der das schön nach oben und geht praktisch zwischen den einzelnen Schichten, kommen die Blubberbläschen hoch. Wenn man so flach liegt, dann blubbert das unten und oben wird das allzu sehr abgeschirmt. Von daher, hochkant ist da wirklich tatsächlich um Längen die bessere Variante. Jetzt haben wir das all drin, ist, drücke ich das mal immer auf eine gleiche Höhe. Bei den klassischen Schichtfleischrezepten kommt immer Barbecue-Soße dazu. Das brauchen wir hier nicht, weil wir ja schon die Paprika dran haben. Als Starterkultur. Und sonst schmeckt das nachher wie jedes andere Schichtfleisch. Und wir wollten ja ein bisschen cooler haben. Die restlichen Bohnen und was wir hier noch an Gemüse haben, tun wir oben auf. Dann sieht das ganz schön aus. Wie heißt denn das Gemüse? Mais. Ja. Dann packen wir noch ein paar Zwiebelringe drauf, was noch so über ist.
Das schadet alles nichts. Und wenn wir schon mal haben hier den Bacon, dann machen wir uns noch einen kleinen Baconstern. Einfach mal so wild, gleichmäßig, ungleichmäßig verteilen. Und ich finde, das sieht so schon richtig gut aus, oder? So, mit so einem Dutch-Oven kannst du natürlich ein paar schöne Bizeps-Curls machen, wenn du möchtest. Besser ist aber auf dem Gasgrill aufgehoben. Da kommt er jetzt hier rein. So. Schieb den Stück nach unten. Das ist jetzt übrigens der Grillfürst Dutch-Oven. Der passt auf den Gasgrill am besten drauf. Und eigentlich wollte ich heute auf Kohlen grillen. Wetter war aber scheiße. Von daher machen wir jetzt die Variante. Rechtsbrenner an, Linksbrenner an. 200 Grad. Die Grillzeit bei der ganzen Geschichte beträgt exakt 3 Stunden. Also nicht 2,5, nicht 3,5, sondern genau 3 Stunden. Und für 3 Stunden den Deckel unten lassen und so alle Stündchen mal gucken, ob hier nur Wasser drin ist, dann rumblubbert. Wenn Wasser fehlt, also Feuchtigkeit fehlt, bloß Wasser nachkippen. Also nicht auf die Idee kommen, Bier oder so ein Quatsch aufzukippen. Das macht es in aller Regel nur schlimmer und niemals besser. Also Wasser rauf und gut ist. Bei der Technikminute kümmern wir uns heute mal um die Variante mit Kohlen. Die wollte ich euch eigentlich zeigen, aber wenn es ständig regnet, macht halt keinen Sinn, mit Kohlen draußen zu spielen. Wenn doch, dann kann ich empfehlen die hier, und zwar meine Klaus Grill auf heißen Kohlen, Kokosbriketts. Und die große Frage bei der Technikminute ist nicht, welche Kohlen, da kann man meine nehmen, oder die, zu denen man Lust hat. Ich finde die sehr gut, aber die Frage ist immer, wie viel Briketts muss man da nehmen? Und dann geht die große Zählerei los. Und wenn man sich jetzt mal an den Wilden Westen erinnert, da waren die Siedler auf dem Weg und Dreck und hatten ihre Gussöfen dabei. Da hat auch keiner angefangen, Klaus Grillbriketts zu zählen, sondern hat man mit Kohle geheizt, hat man einfach geguckt, wie viel man braucht. Und das ist relativ einfach. Und zwar guckst du, dass du die Kohlen durchzündest und auf der Unterseite des Dutch-Ofens ungefähr ein Viertel der Fläche mit Kohlen belegt hast und auf der Oberseite ungefähr ein Drittel. Also unten von dem unteren Kreis ungefähr ein Viertel mit glühenden Kohlen belegt und oben drauf auf dem Deckel ein Drittel. Dann ist es besser bei Schichtfleisch und den allermeisten Dutch-Ofen-Rezepten auf der sicheren Seite. Und dann spielt es sogar keine Rolle, wie groß die Kohlen sind. Ob das jetzt so eine schönen, süßen, relativ überschaubaren Apparate sind wie die hier oder ob das riesengroße sind oder in Stangen. Also dann kannst du wirklich auf Sicht fahren und ob das jetzt genau 25% oder ein Viertel sind oder ob es 26% oder 22% sind, ist egal, es geht immer nur um so einen ungefähren Schätzwert und dann hast du deinen Dutch-Ofen total im Griff und stresst euch mit den Dingern nicht. Dutch-Ofen sind total genügsame Geräte. Ja, ob du auf dem Gasgrill betreibst oder auf dem Lagerfeuer oder mit Kohlen, zählt nicht zu viel, machst du ein bisschen auf Sicht und da ist ein Viertel und ein Drittel immer die beste Idee, um da schon mal voranzukommen. Ein Traum, oder? So sieht es aus, nachdem nur 1,5 Stunden vergangen sind, also schon die Hälfte der Zeit rum. Ich sage jetzt schnell Deckel zu und nochmal warten. 3 Stunden sind rum. Draußen ist so schön geworden, dass wir tatsächlich hätten mit Holzkohle grillen können. Tja, so ist es wie das. Aber hier drin herrscht noch Dunkelheit, weil der Topf zu ist. Und wenn wir aufmachen, guck mal. Siehst du da? Herrlich. Ich muss mir jetzt hier mal so ein Stückchen rausnehmen. Ich nehme so ein kleines Randstück hier bloß, ist hier, also da, schön saftig. Sah im ersten Moment fast ein bisschen aus, aber trocken gelaufen ist, ne? Täuscht, aber ein paar Bohnen dazu, ein bisschen Soße. Hast du noch Wasser zugekippt denn? Nee, gar nicht. Ist so direkt, so wie es war. So, und da bleibt nur eins übrig, Kosten, weil Mittelschnitt ist an der Stelle nicht. Und das erste, was man macht, ist mal hier einfach mal raufdrücken. Und dann siehst du schon, was hier passiert. Genauso muss Schichtfleisch sein, das muss also quasi wie Pulled Pork, das muss zerfallen. Sehen wir hier einfach, ja, so wie es ist. Idealerweise serviert man sowas natürlich im Brötchen. Da ist hier natürlich ein Lebensraum, ein Schichtfleisch. Wie läuft eigentlich der Speichel zusammen? Hm. Hm. Wenn man sich das vorstellt, ja, so Chili Con Schichtfleisch oder Tex-Mex oder Mexiko Schichtfleisch, wie man immer nennen will. Mir würde ich vorstellen, wie soll das schmecken? Freunde, genau so muss das schmecken. Mmh. Mmh. Super. Super lecker. Guck mal hier, Böhnchen. Sieht auch sehr gut aus. Also nichts verbrannt und schön weich gekocht. Mega. Also, ja, eine leckere Sache. Wir werden gleich zu der Party fahren. Also zu meiner lieben Mutti. Da nehme ich das mit.
werde mich da feiern lassen, weil es so gut schmeckt. Und das kann ich euch auch raten, wenn ihr mal eine Party habt und wollt mal was anderes machen außer Standard-Schichtfleisch, was ihr da könnt, kommt mal mit so einer Nummer um die Ecke und ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle zu Füßen liegen. Aber ich glaube, die Leute werden sich bedanken und werden sich freuen. Das machen wir mal was anderes, die macht das als klassische Schichtfleisch mit der Barbecue-Soße. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Und ich freue mich, wenn ich von euch einen Daumen nach oben kriege, den ihr oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo von Leib bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Da bin ich wohl satt gleich.